Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Der ADFC setzt sich gerne für das Stadtradeln ein, denn so tun wir doch alle was fürs Klima. Für meine Gesundheit, für die Figur. Also wir starten beim Stadtradeln, meine ganze Familie ist auch dabei, weil wir das als tolle Aktion empfinden vom Radsportverein und wir haben extra ein Team angemeldet, das sind die Radsportkids und die sind ganz aktiv dabei und wir wollen die Jugend auch ranführen an das tolle Erlebnis, an den tollen Sport, an das Radfahren und das machen wir gerne und für die Stadt Bad Hersfeld. Toll, bei so schönem Wetter einfach mal mit ein paar Leuten gemütlich rauszufahren und hier und da mal ein Schwätzchen zu halten beim Fahrradfahren. Das Stadtradeln ist eine schöne Gemeinschaftsveranstaltung und wir tun was für unser Klima. Jedes Jahr immer wieder absolute Spitze und es spricht alle Schichten an. Also das Wetter spielt mit und man ist hier zusammen mit vielen netten Leuten und es macht, mit der Tochter ist auch dabei, genau. Und es macht riesen Spaß. Also ich radle für mich in erster Linie, für meine Gesundheit und ich radle für krebskranke Kinder und deren Familien. Zum Kaliberg in Heringen war eine tolle Sache. Wir haben viel erlebt. Ich selber komme aus der Region, war noch nicht auf dem Berg. Das war ein Erlebnis. Einmal natürlich für den guten Zweck, für die krebskranken Kinder und weil es natürlich Spaß macht. Tolle Radtour, tolles Erlebnis. Wir möchten uns auch herzlich bedanken bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und insbesondere bei den Vereinen, die an dem Stadtradeln mitgewirkt haben, unter anderem dem WSC Fuldatal, der wieder eine wunderschöne Mountainbike-Tour durchgeführt hat, dann auch dem Radsportverein, der wieder fantastisch schöne Aktivitäten durchgeführt hat, eben neben den klassischen, auch die Kids im Kurpark wieder organisiert hat, ehrenamtlich und dementsprechend auch hat Gelder für die Tour der Hoffnung eingereicht hat. Dann natürlich auch dem ADFC, der die Auftakttour wieder fantastisch vorbereitet hat und organisiert hat. Ja, und wie gesagt, diese ganzen Vereine und auch vielleicht noch ein paar andere Vereine werden im nächsten Jahr dabei sein wieder und neue Touren planen.